Heimat oder sich daheim fühlen, ist ein wichtiges Thema. Jeder Mensch hat ein Recht auf Heimat. Und er braucht einen Ort, wo er sich daheim fühlen kann. Weil das ein wichtiges Thema ist, wird es auch in vielen Liedern besungen. In allen Farben singen sie über die Heimat. Vielen Liedtexten kann ich entnehmen, dass Heimat oft mit einem Ort, mit der Natur oder auch mit einem Mitmensch verbunden wird. Das heisst, ich fühle mich an diesem Ort daheim oder ich fühle mich eben bei dir daheim. Heimat hat also irgendwie auch etwas mit Geborgenheit zu tun. Dort, wo ich mich geborgen fühle, dort fühle ich mich auch daheim. Ein Bekannter hat einmal zu mir gesagt, Heimat ist für mich immer dort, wo jemand auf mich wartet, wo mich lieb hat. Diese Aussage von diesem Bekannten hat mich damals noch ein Zeitchen beschäftigt und ich habe echt darüber nachgestudiert, was er damit gemeint hat. Heute bin ich, glaube ich, der Wahrheit von diesem Satz schon ein Stückchen näher gekommen. Menschen übermitteln mir doch das Gefühl, wenn sie mir offen begegnen und wenn sie mich so akzeptieren, wie ich bin. Wenn sie mich vielleicht sogar lieb haben. Manchmal frage ich mich dann, was mit all diesen Menschen ist, die jetzt wegen Krieg und Terror ihr Zuhause verloren haben und auf der Flucht sind. Sie alle müssen ein neues Zuhause finden. Und ich frage mich vielleicht auch, was mit diesen Menschen ist, die jetzt Angst haben, dass so viele neue Menschen kommen. Angst haben auch um ihr Zuhause. Ich glaube, eine Patentantwort auf diese schwierigen Fragen gibt es nicht einfach so. Und auch ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen schöpfen, um Antworten zu finden. Vor langer Zeit war ich selber heimatlos. Und ich weiss darum ganz genau, wie sich das anfühlt. In dieser schwierigen Situation hat mich ein Wort aus der Bibel mitten ins Herz getroffen. Dort heisst es, dass Gott nur auf mich gewartet hat. Das heisst, dass er jedes Haar auf meinem Kopf gezählt hat. Dass er mich beim Namen gerufen hat und ich zu ihm gehöre. Ich weiss noch, wie ich über das nachgedacht habe und mich dann entschieden habe, das Angebot einfach einmal anzunehmen. Keine Angst, hat Gott zu mir gesagt. Und ich habe es probiert. Seither ist hier eine starke Beziehung gewachsen. Und wenn ich heute zu Gott bete, dann ist das eigentlich fast ein bisschen, wie wenn ich heimkomme. Das Angebot gilt aber nicht nur für mich. Das Angebot von Gott gilt auch für dich. Es gilt für alle Menschen. Das Gute daran ist, dass man so ein Zuhause nicht verlieren kann. Und dass die Türen von diesem Zuhause sperrangelweit offen sind. Für alle.